Ein herzliches Willkommen hier zurück auf dem Hof. Ich muss gleich sagen, es hat sich einiges geändert. Wir sehen um, es ist Jahr 11. Ich hatte technische Schwierigkeiten. Habe aber nebenbei natürlich ein bisschen weitergespielt. Zwischendurch hat auch der Fanggeber natürlich weitergespielt und er hat da sogar ein bisschen viel weitergespielt. Ja, ich habe mich eigentlich nur darauf fokussiert, so in der Abwesenheit Silageballen zu machen. Ich würde sagen, wir gehen halt so eine Runde und quatschen ein bisschen. Die Traktoren hier sind einmal weg. Er kommt vielleicht noch weg. Ich muss jetzt nämlich kurz überlegen, wo waren wir das letzte Mal? Was ist neu? Wir haben ein paar neue Mods natürlich. Wir haben etliches an neuen Maschinen. Ich weiß eben nicht, was jetzt das letzte war. Ich gehe jetzt einmal durch. Ja, von da, da haben wir hier stehen. Die Gewaltsgruppe von alle schon da. Der Klaas war ja auch schon im Video zu sehen. Für den Tiertransport haben wir was. Hier ist unsere Ballenhalle. Das ist jetzt nicht schön geschlichtet hier. Ja, sieht man. Ich kann mir da so ein bisschen nachhelfen. Genau, das ist auch neu. Hier sehen wir schon die Dings. Wir sind ein bisschen auf Steirer-Traktoren gewechselt. Fang ich mal, kommt auch gerade. Da sind wir wieder beim Frühspielen. Ah, das war noch. Gönn ihm. Im Endeffekt habe ich hier wahrscheinlich die meiste Spielzeit schon davor gehabt. Und weiter auch. Ich habe auch viel mit Silageballen gemacht. Der Kredit von Ihnen ist zurückgezahlt. 1 Million habe ich auch schon so zurückgezahlt. Das heißt, uns fehlt eigentlich 1,5 Millionen. Noch zum Zurückzahlen, die würde ich jetzt mit euch dann zurückzahlen. Genau, ein Dogo haben wir. Mittlerweile haben wir hier 130 Kühe. Ihr seht, das ist Heu. Heu bekommen wir jetzt auch von Fanggeber in Quaderballen. Da steht jetzt eben da zur Deko. Stroh haben wir genug. Ja, Silage müssen wir jetzt produzieren, aber wenn wir mit Ballen anfangen. Eine Radlader habe ich mal gekauft. Ja, sehen wir hier. Für den Mist und unter anderem haben wir Silage schon im Silo einmal gemacht, da haben wir aber jetzt das Förderband reingestellt. Ich weiß nicht, ob man es heißt, automatisch Gülle und Milch abtanken, übrigens auch. Und starre, der das mit dem Güllefass in Anspruch nimmt. Das ist das nächste Gebiet, was wir ein bisschen bearbeiten wollen. Wenn wir unseren Hof ausbreiten sollten, habe ich überlegt, dass wir da ausbauen. Aber ich bin da noch am überlegen. Den. Und jetzt kommt das Grüße, Kolosse, Kolosse, aber. Ich werde euch das jetzt einmal zeigen. Wenn wir aber eine kleine Runde machen. Denn ich habe. Ich hätte den ganzen Kredit natürlich schon zurückzahlen können. Übrigens, wegen der Maschine, wenn ihr jetzt denkt, wie geht das? Ja, nur dass ihr Bescheid wisst, das ist fast alles auf Leasing, ja. Also wir zahlen ziemlich viel an Leasingkosten. Gut. Gehen wir es mal kurz an, ja. Silo ist nichts neu, ich wollte nur kurz reinschauen. Neu ist jetzt, schon fangen wir mal das Traktor. Da geht's jetzt rein. Da haben wir so eine alte Scheune. In dieser alten Scheune befinden sich ja natürlich die Oldtimer. Und die aussortierten Traktoren. Hier haben wir ja einen Weg bisschen durch einen kleinen Wald her. Jetzt natürlich ist da nichts. Hier haben wir dann ein Silage-Silo.
Hier haben wir schon eine Halle, das ist die, die wo auch ein paar Sachen drinstehen, die ich gebraucht schon gekauft habe oder die irgendwann einmal brauchen werden. Hier eine kleine Halle. Hoppala. Und hier unser neuer Glas, ja, Riesending. Wieder ein Starrer, dann noch ein Starrer. Dexterium wird aber nicht so oft benutzt, den habe ich mir aber auch gegönnt einmal auf Leasing. Genau, zum Mähen. Eine kleine Halle noch da hinten, da ist ein Schüttgut-Silo. Hier noch zwei richtige Silos. Schauen wir mal, ob wir die je befüllen werden. Ein Saatgut-Silo war da oben. Da nochmal ein Steirer und ist war's auch schon. Ganzen her. Ein, zwei Felder haben wir uns noch gekauft. Aber im Groben oder Ganzen war es das sonst. Wo werden wir es heute angehen? Eine gute Frage nämlich. Genau, da wächst es noch. Gut. Starten wir dann mal. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Anbau an. Oder wir fangen mit dem Mähen an. Mähen wäre nämlich auch eigentlich ziemlich geil. Ein Teil selber mähen und ein Teil mähen lassen. Das hier aus? Ja. Gut, das heißt, der arbeitet, auch wenn nicht lange. Den könnte man eigentlich nach Hause schicken. Wir haben gedacht, der findet da keinen Weg. Ist geil. Ganz geil natürlich, dass er hier keinen Weg jetzt findet. Genau, bei Autodorfkurs haben wir natürlich auch eingefahren. Gibt's hier keinen Weg? Müsste ja eigentlich. So muss er erkennen. Gut. Dann fahre ich mit dem mal hin.
Ich komme im Amber noch nicht so wirklich hinterher. Weil ich mich jetzt auf das Spawn und so fokussiert habe, dass ich das noch raus müsste. Okay, raus können. Das muss noch rein quetschen. Ich muss noch kurz schauen. Darum geht es dann nicht mehr weiter. Wir machen da hinten dann eine Doppel. So. Und der wird schon wieder blockiert. Ah ja, bis jetzt bis ganz rauf und mach. 115, 116. Sehr schön. Genau, das heißt, wir haben 115 Grasfelder, 115 Kursladen aktivieren. Dann ran und beim ersten Wegpunkt, dann haben wir wieder mal blockiert. Jetzt muss ich jetzt mal die Strecke anschauen. So. Aber auch noch jetzt nicht so eine Zuordnung, wie ich was in die Hallen stelle dabei. Mit dem Stahl fahre ich hier gleich weg. Ich kann mich da ruhig so reinstellen. Ich brauche den Ladewagen dann. Wenn ich das als dass ich zwei Ladewagen werde. Sogar. Dies ist einmal still. So, dann gehen wir auch einmal mähen. Wir gehen aber ganz woanders mähen, denn genau, wir gehen auf
126 Meter, wenn man. Zwar 22, 225 fahren lassen. Es ist nicht ordentlich angesehen, ich weiß. Das machen wir dann. Nächsten Mal dann vielleicht. Psi. Muss doch gehen. Muss ich kurz schauen. Ich brauche den Ladewagen. Wir haben sonst keinen Ladewagen. Ich bin schon verwirrt und die Geräte. Den kleinen haben wir ja. Und geleased haben wir aber den ganz großen und den. Das ist ganz anders. I'm Mr. Lover Lover. Glas halt mit Glas fahren. Da kann man so einen Bogen fahren, das ist ja geil. Ja, dann ganz. Gleich mal.
taugt mir nicht so. Die eigentlich fällt 100. Nicht sein. 129 bis 132. Bis 132. Neun haben wir 209. Ja, auch 209, das heißt, wir können 209. Das ist überhaupt für 222. So. So. Jetzt ist es dann mit dem Tuch fahren. Alles mit tut. Wir nehmen nämlich jetzt das Grasfeld 50. Nein, nicht. Was ist das? 115. Und 1516 will fahren. Ich glaube, das ist nicht unbedingt. Und Alex. Also ich nehme Gras. Und dann machen das so. Perspektiv. Erster Punkt. Gut. Und hier starten wir jetzt.